Also ihr wisst ja, dass wir einen neuen CBA haben, also einen neuen Grundlagenvertrag zwischen NBA und Spielergewerkschaft, seit vergangener Saison schon. Seit diesem Jahr greifen aber da einige Mechanismen, wie Teams ihre Kader zusammenstellen können. Und da werdet ihr schon über ein Wort gestolpert sein, Apron. Sagen wir mal eine Grenze, eine Luxussteuergrenze, sage ich oft gerne dazu, wo es nicht richtig stimmt. Aber es gibt zwei Grenzen, sagen wir es mal so. Es gibt das erste Apron und das zweite. Und wenn Teams so viel Geld ausgeben, dass ich vereinfache das natürlich, über diesem ersten Apron sind, dann greifen schon Sanktionen, also Sachen, die sie nicht mehr so machen können, wie die Teams, die unter dem Cap liegen oder unter diesem First Apron liegen. Und wenn sie über dem zweiten Apron liegen, wird das nochmal schlimmer. So, und ich blende euch jetzt einmal kurz ein, welche Teams über diesem Apron liegen, damit ihr das schon mal im Kopf habt. Ja? Also ihr seht, First Apron könnt ihr euch merken, Denver, also Nuggets, Lakers, Grizzlies, Heat und Bucks. Und über dem zweiten Apron liegen die Celtics, Timberwolves und Suns. Also auch Teams, die natürlich relativ prominent sind, von denen wir natürlich auch Sachen erwarten, dass sie sich verbessern etc. pp. Nur bei diesen Teams greift das hier. Und zwar, ihr seht auf der linken Seite First Apron, rechts fast das gleiche dann auch für Second Apron. Aber ich möchte auch mal kurz zurückgehen, was da steht. Also am First Apron. Ihr seht da oben noch, ab wann das gilt und so, aber ist eigentlich erstmal egal. Wenn du über dem First Apron liegt als Mannschaft, ist es dir nicht erlaubt, einen Spieler in einem Sign-a-Trade zu holen. Also du kannst nicht einen Free Agent, den du nicht einen Vertrag nehmen kannst mit Cap Space, nicht sagen, okay, pass auf, dann lass dich einfach zu uns traden, dann kriegen die anderen von uns ein paar Spieler und dann ist gut. Das geht überhaupt gar nicht. Ist nicht erlaubt. Die Option ist für all die genannten Teams, die wir gerade genannt haben, weil es im Second Apron genauso ist, raus. Dann, sie dürfen nicht vorher schon existierende Trade Exceptions nutzen. Das sind sogenannte, so ein Blankoschecks, sage ich immer. Also wenn man einen Trade gemacht hat, wo man einen Spieler weggeschickt hat, ein anderes Team nimmt diesen Spieler auf zum Beispiel und packt den Spieler in Cap Space und schickt halt nicht ungefähr gleich viel Geld zurück, dann kriegt man die Differenz quasi als Check und sagt, hey, 12 Millionen, damit kannst du dir hingehen, darfst dir ein Spiel für 12 Millionen holen. Selbst wenn die diese Blankoschecks haben, dürfen sie die nicht benutzen. Sie dürfen auch nicht mehr Geld zurücknehmen in einem Trade. Ne, manchmal gibt es eine gewisse so Diskrepanz, dass noch ein Graben des Erlaubten ist. Ist hier dann nicht mehr so. Sie dürfen keinen Spieler unter Vertrag nehmen, der aus dem Vertrag entlassen wird in einer Saison, also in dieser Abfindung, ne, Buyouts, wenn die 12,9 Millionen Dollar verdient haben oder mehr. Also alle wirklich guten Jungs, sag ich mal, die im Rauskauf werden, sind dann für diese Teams auch tabu. Dann dürfen sie, die dürfen eine Trade Exception benutzen für einen Trade, den sie neu gemacht haben, alles klar. Und sie dürfen eine 5,2 Millionen Mid-Level benutzen, also dürfen 5,2 Millionen quasi einen Spieler verpflichten als Free Agent. Aber ihr seht auch, dann geht es direkt rüber in Second Apron. Da gilt viel von dem Gleichen wie vorne. Da kommt nochmal hinzu, allowed to aggregate contract send out. Also heißt, wenn man über Second Apron liegt, darf man nicht hingehen, und das sind ja zum Beispiel, wie gesagt, die Celtics, die Timberwolves und die Suns stand heute, die können nicht hingehen, wenn sie einen Trade machen wollen und mehrere Spieler rausschicken für einen Spieler. Oder auch vielleicht für mehrere, aber das geht in einer Transaktion. Die dürfen nur einen Spieler wegschicken, können dann für einen Spieler auch mehrere Spieler bekommen, so ist es nicht. Aber sie dürfen nicht einen Spieler holen, dafür mehrere Spieler wegschicken. Ganz, ganz harte Strafe, ehrlich gesagt. Dann dürfen die auch kein Cash rausschicken, das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Dann, not allowed to sign and trade your own free agent if the incoming salary exceeds the second apron. Also du darfst keinen Spieler, deinen eigenen free agent, sign and traden, wenn du mit dem Gehalt, was zurückkommt, dann immer noch über dem Second Apron liegst. So verstehe ich zumindest das hier. Wie gesagt, not allowed to use a trade exception created from a signed trade. Na, auch da dürfen die Trade Exception from a signed trade nicht benutzen. Dürfen noch neue Trade Exceptions nutzen, klar. Aber hier kommt nochmal hinzu. Der First Round Pick 2032, wenn man jetzt die Saison 24-25 über dem Second Apron beendet, der ist eingefroren. Also sie dürfen sie nicht traden. Der bleibt erstmal da liegen. Also das sind schon relativ harte, harte, harte Sanktionen. Und das muss man im Kopf haben, wenn es um diese Mannschaften jetzt hier geht. Und ihr seht, ne, die Grenze 178 Millionen, 189 Millionen, 140, 141 Salary Cap wahrscheinlich. Das muss man im Kopf haben, wenn es jetzt darum geht, hey, wen kann mein Team eigentlich verpflichten? Das Schöne ist, das haben wir letzte Woche auch schon gesehen, deswegen habe ich mich da noch ein bisschen schlau gemacht. Das Schöne ist, wenn man aber bei Fanspo reinkommt in die Trade Machine, wird das hier oben ja schon angezeigt. Hier, dass diese Teams Second Apron Teams sind. Ich glaube, das ist nicht ganz hundertprozentig, also genau im Sinne von, unterscheidet nicht ganz zwischen First und Second Apron wohl, aber im Zweifel ist es ja egal, erstmal, ne, die allermeisten Trades sind dann auch nicht mit super vielen Details, sondern es geht darum, Spieler für Spieler
Und da kann man natürlich rumspielen, aber man hat die direkt eingebaut, die Sachen, die dann nicht funktionieren.